Herzlich willkommen im Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solawis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um das Kollektiv Wolkenborn in der Eifel. Das Gründungsteam befindet sich gerade in der stürmischen Anfangsphase und hat alle Hände voll zu tun mit einerseits den Gründungsformalitäten, aber andererseits auch mit der Suche nach dem oder der zukünftigen Gärtnerin und der passenden Fläche, nachdem die erste Option leider wieder abhanden gekommen ist. So turbulent diese Phase sich auch anfühlt, die engagierten Wolkenborner bleiben dran. Mit mir zu Gast sind hier Claudia und Patrick. Hallo. Hallo Tobias. Hallo Tobias. Nun, jetzt heißt euer Dorf da Hellental. Wie kam es denn zu Wolkenborn? Meines Wissens nach ist das ein Hügel in dem Dorf oder nahe des Dorfes, wo zwei der Gründerinnen geboren sind. Und auf diesem Hügel, der Wolkenborn heißt, ist die Idee entstanden, eine Solawi zu gründen. Da höre ich schon heraus, ihr seid jetzt nicht mit GründerinitiatorInnen, sondern seid später dazugekommen. Was sind denn eure Aufgaben in der Solawi? Also wir sind ja seit einem Jahr in der Gründungsphase. Also wenn man die Initialveranstaltung so als Auftakt halt nimmt, ab da ging es los. Da ging es auch eigentlich sofort los, ein paar Tage später, die ersten Treffen. In der Zeit hatten wir uns dann in zwei große Gruppen geteilt, Gruppe Acker und Verwaltung. Und ich bin in der Verwaltungsgruppe. Und da gibt es nochmal Untergruppen quasi für Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Gruppe, die die Genossenschaftsgründung vorantreibt und Finanzplanung versucht zu gestalten. Und da bin ich so in einigen Feldern mit dabei, kann man sagen. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wirkliche Ämter haben. So. Ja, und ich bin in der Ackergruppe aktiv und gleichzeitig auch noch Kooperationspartner für Kartoffeln und Lammfleisch. Also du hast dann selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb? Oder? Ich habe einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb, genau. Mhm. Und was auch angedacht ist, ich arbeite ja auch mit Pferden, mit Arbeitspferden, die dann da auch in verschiedenen Bereichen in der Feldbearbeitung oder Gemüsebildbearbeitung einzusetzen. Ah, okay. Also ihr wollt keine Traktoren oder Maschinen, sondern dann Pferde auf dem Acker. Wir wollen das kombiniert. Ja, die Pflegearbeiten sinnvoll mit den Pferden machen und die, wenn es jetzt zum Beispiel um Umbruchsachen geht oder um Erstbestellungen, dann aber auch Maschinen. Also wir schließen das nicht alles aus. Und Handarbeit gehört natürlich auch mit dazu. Das wird der größte Teil sein. Mhm. Was würdest du sagen, ist der Vorteil am Pferd oder ist das eher so eine idealistische Vorstellung? Das Pferd hat den Vorteil, dass es bodenschonender ist. Also es gibt sehr viele Gemüsebaubetriebe, kleinere Betriebe, die mit schweren Ackerböden wirklich dann auch auf Pferde umgestellt haben, weil sie nicht mehr klarkamen mit der Bodenverdichtung. Ist ein Sympathieträger auch. Und ja, ich arbeite halt lieber mit den Tieren als mit Maschinen. Und es ist von den Anschaffungskosten natürlich wesentlich geringer als die Maschinen. Nun, wo steht ihr denn gerade? Also ja, ihr sagt, ihr seid in Gründung. Was sind denn gerade so, ja, Dinge, die auf dem Plan stehen? Ja, ganz akut sind wir auf Flurstücksuche, weil unglücklicherweise bei der ersten Veranstaltung stand eigentlich fest, welches Flurstück es werden soll, wo wir Gemüse anbauen. Dann war durch ungeklärte Pachtverhältnisse uns das dann leider doch abhanden gekommen wieder. Und so war eigentlich die Grundlage weg für unser
großes Projekt. Aber wir haben fleißig weitergesucht und viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und es sind da jetzt ein paar Optionen, die wir dann noch so ein bisschen bewerten mussten, wollten. Und jetzt ganz, ganz, ganz aktuell haben wir tatsächlich eins angeboten bekommen, was offenbar passt. Wie seid ihr damit umgegangen, also im Gründungsteam, dass dann auf einmal so dieser Acker weg war? Das kann ich mir vorstellen, war jetzt auch nicht so ganz einfach. Es war eigentlich so im Nachbetracht war es gar nicht so schlecht, weil wir sind gestartet also wir haben im Nachbardorf einen kleinen Gemüsebaubetrieb, der es im kleinen Rahmen gemacht hatte, und der hatte uns zugesagt, er könnte so 10 bis 12 Gemüsekisten machen. Wir konnten es erstmal für das Kernteam im kleinen Rahmen ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie funktionieren die Verteilungswege? Was macht da Sinn? Was ist da schlecht dabei? Und im Nachhinein betrachtet war das meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, anstatt dann sofort in die Vollen zu gehen und 70 oder 80 Ernteanteile zu beliefern und dann mit einer Flut von Problemen erstmal dazustehen, wo man keine Erfahrung hat. Und auch so, das war zwar erst irgendwie schon natürlich blöd, aber wir haben uns so nicht den Mut nehmen lassen. Dann haben wir halt weitergesucht, und die Option war auch ja immer so im Hinterkopf, naja, spätestens in 2 Jahren oder 3 bekommen wir das Stück dann doch noch. Es war halt nicht richtig gekündigt oder nicht schriftlich gekündigt, und die aktuelle Pächterin bestand halt jetzt dann natürlich auf ihrer Pacht. Aber nach 2 Jahren ist die Kündigungsfrist, ne? Das Problem ist eigentlich, wir hatten auch anderweitig Flächen angeboten bekommen von Leuten, die uns wohlgesonnen waren, aber da die auch verpachtet waren. Und das ist halt so mit dem Pachtrecht, man hat nach der Kündigung noch 2 Jahre Nutzungsrecht. Das wird sich wahrscheinlich anderen Solawi das Problem genauso stellen, ne? Also es war halt wichtig, jemanden zu finden, der die Fläche, die ihm gehört und der die auch bewirtschaftet, um wirklich dann auch sagen kann, wir können im nächsten Jahr starten. Weil wir hatten wirklich ein paar Flächen auch angeboten bekommen, und da hat sich uns jedes Mal dieses Problem gestellt. Also wenn wir jetzt zum Jahresende hätten kündigen können, beziehungsweise der Besitzer, hätten wir erst 2024 starten können, ne? Und das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben gesagt, gut, ein Jahr können wir das schieben für die Ernteanteile, für die großen Anfragen. Aber wir müssen nächstes Jahr liefern. Ja. Und jetzt habt ihr eine Fläche gefunden und seid ja in der Vorbereitung für nächstes Jahr? Nee, es ist so frisch, dass wir da tatsächlich, also wenn das jetzt wirklich klappt, wonach es zwar aussieht, aber vielleicht möchtest du ja auch noch mal drüber gucken, das ist 2 Tage her. Also deswegen noch ist das nicht so. Und wir haben für die, in der Zwischenzeit hatten wir auch fürs Gemüse noch einen Kooperationspartner, also einen zweiten, weil der erste kann diese Mengen, die wir dann brauchen für mehr Ernteteiler und Ernteteilerinnen, die kann der auch nicht bereitstellen. Und jetzt hatten wir in der Zwischenzeit noch jemanden gefunden, der diese Mengen schon liefern könnte. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir das nächste Jahr schon erstmal noch mit dem bestreiten oder in ja so eine Kombi aus eigenem. Da müssen wir gucken, wie schnell wir da jetzt tatsächlich mit dem Grundstück zurande kommen und Gärtner oder Gärtnerin finden. Mhm. Weil das ist niemand von uns. Ja, das habe ich auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr eine Gärtnerin sucht. Oder ein Gärtner. Dazu will ich auch später nochmal kommen. Ich möchte nochmal ganz zurück zum Anfang. Ihr sagtet, ihr wart auf einer Informationsveranstaltung. Wie ja, habt ihr euch gefunden? Also es gab Initiatoren, und dann seid ihr dazugestoßen? Genau, also ich zum Beispiel, ich hatte von dieser Informationsveranstaltung gelesen und hatte durch eine Freundin in Kiel, die dort
Mitglied einer Solawi ist, überhaupt ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal davon erfahren, dass es sowas gibt. Und als ich das dann gelesen habe, da dachte ich, ja super, da sind wir natürlich dabei. Mir war nicht klar, dass es tatsächlich noch gar nichts gab eigentlich und dass halt Leute gesucht wurden, die halt mitmachen, um das auf die Beine zu stellen. Und da konnten wir uns dann bei dieser Informationsveranstaltung, wurden halt Leute gesucht, die halt sich mehr einbringen möchten, als jetzt wirklich nur am Ende Ernteteiler oder Ernteteilerin zu werden. Und so haben sich da so, würde ich mal sagen, an dem ersten Abend bestimmt 25, 30 Leute gefunden, wobei dann so im Laufe der Zeit dann ja dann doch noch ein paar dann wieder abspringen mussten, aus guten Gründen, ne? So, weiß ich nicht, Studium weitermachen, neuer Job oder sonst was oder andere Projekte. Und aber es sind auch genug übrig geblieben, um das weiter voranzutreiben. Wie war das bei dir, Patrick? Ja, ich bin eigentlich kurz nach dieser Informationsveranstaltung dazugekommen über Mundpropaganda und habe dann die beiden Schwestern hier, die Romy und die Katharina, angesprochen. Und dann sind die zu mir gekommen, haben sich angehört, was ich so mache. Ja, und ab da war ich eigentlich mit dabei und habe dann auch mich in der Ackergruppe engagiert und das war der Weg eigentlich. Ja. Es sind auch mittlerweile immer noch andere Leute auch dazugestoßen, ne? Auch in das Kernteam. Ne? Warum wolltet ihr Mitglied in der Solawi werden und dann ja auch noch ja, in dem organisatorischen Team auch noch dazu? Ja, das... das war dann so ein bisschen reingeworfen eigentlich. Ich dachte ja, wenn das jetzt notwendig ist, um eine Solawi hier zu haben, dass ich mich dafür engagieren muss, ja, dann soll es so sein, dann werde ich das tun. Das war eigentlich nicht der Plan. Der Plan bei der Infoveranstaltung war, auch super, ich kann jetzt auch jede Woche meine Gemüsekiste abholen. Und dann dachte ich aber, ja, Es muss ja die Leute geben, die es tun. Und deswegen war ich dann gerne dabei und macht ja auch großen Spaß, das dann mit auf die Beine zu stellen. So, das finde ich sogar tatsächlich vom ersten Hören, oh, in Kiel gibt es sowas. Und dann hier mache ich es jetzt selber mit, fand ich dann irgendwie auch, das passte so. Und also ich finde diesen Gedanken halt total klasse, diesen Grundgedanken halt den Lebensmitteln ihren Wert zurückzugeben, weil das hat mich schon immer total aufgeregt, dass Lebensmittel viel zu billig sind, dass man halt nicht dafür bezahlt, was sie wert sind, dass weiß ich nicht, Bio-Bananen, die ja an sich schon der Name ja schon absurd ist, dass die so günstig sind, das kann alles nicht sein. Und selbst Bioprodukte, so andere, die können nicht so billig sein. Und man kriegt ja auch immer wieder mit, dass da nicht mit offenen Karten gespielt wird und dieses Bio nicht unbedingt Bio ist. Mit Tieren ganz ist es ja noch schlimmer, dass, wo Bio draufsteht, auch noch lange nicht Bio drin ist. Und das dann wirklich hier zu wissen, wer es macht, wo es gemacht wird, was benutzt wird, super. Also, aber tatsächlich ist bei mir gar nicht so dieses gesunde Lebensmittel, also bei mir jetzt speziell, dieses gesunde Lebensmittel haben im Vordergrund, sondern dieser Preisirrsinn bei Lebensmitteln. Und wie ist das bei dir, Patrick? Du willst auch, wie sage ich, so ein bisschen zynisch, mehr bezahlen, weniger bekommen und musst dann auch noch mithelfen? Ich fand eigentlich diese Idee von der Regionalität am besten, eben weil das mein Sinn Blödsinn ist, wie die Lebensmittel bei uns durch die Weltgeschichte gekarrt werden. Und ich das in anderen Bereichen in der Landwirtschaft
kenne eben, dass in Regionen zum Beispiel Allgäu, wo dieser Heumilchkäse gemacht wird, wo es noch kleine Käsereien gibt, oder in Frankreich im Elsass, dass es eigentlich die Region aufwertet und eine bäuerliche Landwirtschaft erhält und auch dazu beiträgt, alte Nutztierrassen zu erhalten. Also ich habe auch meine Tierrassen, die ich halte, die sind alle vom Aussterben bedroht. Das ist mir halt auch sehr wichtig. Und was ich auch als positiv rausgestellt, also die Arbeit mit den Leuten zusammen. Man sieht, man ist irgendwie alle so auf einer Wellenlänge. Also da gibt es eigentlich kaum große Aneckungspunkte. Ja. Meint ihr, die Leute nehmen da noch mehr mit, außer Gemüse vom Acker? Ja, wir hatten ja, also ich habe ja Kartoffeln angebaut und da war ja auch teilweise dann Hilfe mit gefragt. Und jetzt bei der Ernte zum Beispiel waren auch Familien mit dabei. Die Kinder haben so Spaß gehabt, die sind auf dem kleinen Traktor mitgefahren, die haben gejuchzt und gemacht. Und ich will ja auch, wenn wir das dann im größeren Maßstab machen, wenn ich dann mit den Pferden dann auch was mache, vielleicht den einen oder anderen mal dazu motivieren, das auch zu machen. Also ich denke schon, dass da auch viel Positives bei rüberkommt. Meint ihr, da ja, bewegt sich vielleicht auch mit dieser Solawi-Bewegung auch gesamtgesellschaftlich was? Meint ihr, das hat Potenzial, die Gesellschaft ein bisschen zu verändern für die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren so anstehen? Also ich kriege ja mit über das Netzwerk, dass unheimlich viele Solawis neu gründen. Das macht ja total Hoffnung, dass das Bewusstsein bei so vielen anders ist. Trotzdem, ich als Pessimistin glaube ja, dass ein richtiger Wandel, das braucht noch lange. Den Leuten ist so dieses praktische, billige irgendwie doch näher immer noch, befürchte ich. Aber wünschenswert wäre das natürlich schon. Und ein paar wird man immer mitnehmen können und überzeugen können, dass das, dass es sich weiter verbreitet, das schon, ja. Also ich denke da ähnlich wie Claudia. Also ich meine auch, der Großteil der Gesellschaft, denen ist das eigentlich egal. Aber es geht darum, Nadelstiche zu setzen. Und was ganz wichtig ist, das Wissen auch weiter aufrechtzuerhalten, ne? Das Wissen, und wir wollen ja auch, wenn möglich, also Gemüsesorten anbauen, die eben nicht Hybridgemüse sind. Das trägt ja alles zum Erhalt bei, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass irgendwann dieses ganze landwirtschaftliche System kollabieren wird und wir die ganzen Sachen, die wir jetzt vermitteln oder das Wissen, das wir uns wieder aneignen, dass das noch gebraucht wird. Ja. Also wie gesagt, ich mache mir da keine Illusion, die Großteil der Bevölkerung, denen ist das egal. Das war jetzt auch zur Corona-Zeiten so eine kleine Welle. Die Leute haben sich Hühner angeschafft, die haben ihren Garten umgegraben. Aber wenn das alles mal wieder in normalen Bahnen läuft, in Anführungszeichen. Ja. Aber wenn wir das hier schaffen, in einem bestimmten Kreis mit einer gewissen Anzahl von Ernteanteilen, dann ist das schon mal positiv. Wir müssen dann überall flächendeckend so kleine Nadelstiche setzen. Das ist eigentlich viel wichtiger, als das so im großen Maßstab zu machen. Ja gut, da sind die Solawis ja dran. Also es gibt ja um die 300 mittlerweile und Tendenz steigend. Ihr habt eben schon mal gesagt, es gibt jetzt schon Gemüsekisten und ja, du hast da Kartoffeln angebaut. Wie viel Kisten macht ihr denn jetzt oder wie habt ihr das jetzt in diesem Jahr etabliert in eurer Gründungsphase? Also das war erstmal bei dem Gemüse so, dass wir den Emanuel gefragt haben, wie viele Kisten kann er denn liefern? So, und dann wurde eine Abfrage unter dem Kernteam gemacht, wie viele Anfragen sind. Und haben sich zum Beispiel auch Leute eine Kiste geteilt. Ich meine, das waren irgendwie so um die 12 oder 14 Kisten. Ja, ne? Ja, 14 würde ich sagen. Genau. Ja. Und wie bei mir bei den Kartoffeln, glaube ich, 17 Ernteanteile, 15 oder 17 Ernteanteile. Wir haben halt einmal eine Abfrage gemacht, damit wir planen konnten. Genau, und dann haben wir noch Obstanteile und Saft und das ist auch regelmäßig und sporadisch kam dann mal noch Honig dazu und am Anfang. Mein Schaffleisch, also genau. Ich habe halt gesagt, ich schlachte, wer hat Interesse,
Genau. Aber wir machen das bisher ohne Bieterunde. Also das hat sich jetzt, das haben wir in der Kürze der Zeit auch irgendwie bei den vielen Baustellen, die man da zu beackern hatte, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das steht auch auf unserem Plan, das vorzubereiten für nächstes Jahr. Und wie viele Anteile wollt ihr dann nächstes Jahr haben? Ich glaube, 65 sind das. Ja. Und die Menschen habt ihr auch gefunden schon oder seid ihr noch dran? Ja, ja, die stehen auf der Liste. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele im Verteiler drin sind, genau. Insgesamt. Das sind ein paar hundert, glaube ich. Ja? Genau, der Newsletter, der so einmal pro Monat ausgesendet wird, der hat, glaube ich, 300 Abonnenten. Und dann wurden alle angeschrieben, wer denn jetzt wirklich Interesse, also oder wer das größte Interesse hat, im nächsten Jahr dann schon Ernteteiler, Ernteteilerin zu werden. Und da kamen 65 Antworten zurück, ja. Wir sind jetzt auch nicht so, ich sag mal, forsch nach außen getreten, weil wir ja das Dilemma hatten mit dem Flurstück. Und so ein bisschen im Hintergrund, wir wissen nicht, was da kommt. Schlimmstenfalls können wir wirklich nichts liefern. Und wenn wir dann noch mehr Werbung machen und dann irgendwie 150 Anfragen haben, wäre das nicht so gut gekommen, glaube ich. Und das ist so eure, ja, ich sag mal, Wohlfühlgrüße für den Start oder wollt ihr dann auch in den kommenden Jahren noch ein bisschen wachsen? Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich glaube, das Ziel ist irgendwann so 200 bis 250 Ernteanteile zu bekommen. Aber da sind natürlich ein paar Fragezeichen. Das eine sind die Flächen und das andere, was sich rausgestellt hat, was auch nicht so einfach ist, eben geeignetes Personal zu finden. Wobei wir da wahrscheinlich, ist meine Einschätzung, auch wahrscheinlich Neueinsteiger oder also wir werden keinen perfekten Gemüsegärtner finden, der da sagt, ja juhu, jetzt hier in der Eifel, ich komme. Also da wird man wahrscheinlich Kompromisse schließen müssen. Okay, was meinst du, warum ist das gerade so schwer für euch, da eine Gärtnerin oder einen Gärtner zu finden? Gibt es nicht so viele, Fachkräftemangel. Und ich sage mal, die große Konkurrenz von den anderen Solaris, die, ich sage mal, ein bisschen attraktiver liegen als wir. Ne? Aber die Eifel ist doch schön. Also ich finde die Nordeifel sehr schön. Ja, aber dieses Grundstück, was da jetzt im Moment akut wird, das liegt halt so auf 600 Meter Höhe ungefähr. Ja. Und ich weiß nicht, was die Böden hier noch für negative Aspekte mitbringen. Und man muss sich vielleicht auch in die Rolle von den Bewerbern versetzen. Bei uns steht ja mit dabei, wir haben vor. Und es gibt ja etliche Solaris, da ist schon konkret alles da und die brauchen Personal. Ne? Und die haben natürlich dann Vorteile uns gegenüber. Ja, genau. So Solavi an sich ist ja schon ein Abenteuer, würde ich mal so sagen. Und dann noch sowas, was bisher noch sehr ungewiss ist, ist es umso mehr Abenteuer. Obwohl so junge Leute lieben ja Abenteuer. Also wenn jetzt jemand sich berufen fühlt, gerne einfach mal melden bei Claudia oder Patrick. Genau. Nun, ihr seid Genossenschaft in Gründung. Warum wollt ihr eine Genossenschaft werden? Also recht zu Beginn hatten wir halt überlegt, Verein oder Genossenschaft. Und da war ziemlich schnell so klar, Genossenschaft ist einfach, es ist verbindlicher. Das hört sich halt schon mal nach mehr Substanz an als ein Verein. Vereinen gibt es ja von allen möglichen, was weiß ich, in der Eifel Karnevalsverein, Fußballverein. Und Genossenschaft, da liegt ja so mehr so auch dieses Wirtschaftliche so drin, dass es halt irgendwie wirtschaftlich sein muss. Und durch den Genossenschaftsanteil ist halt Geld da, wenn man den dann... Ich meine, Vereine können auch Gebühren einbeziehen, aber ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer so.
Und da ist für euch auch klar, dass ihr, sag mal, den Mehraufwand, den eine Genossenschaft mit sich führt, der ist dann für euch auch da, ja, machbar und gerechtfertigt. Ja, da sind uns tatsächlich in der letzten Zeit Zweifel gekommen. Da haben wir dann so gedacht, boah, das ist ja schon alles unheimlich viel Aufwand, auch so Gründungsunterlagen zusammenzustellen. Aber im Prinzip hilft uns das ja, dass das Ganze halt Hand und Fuß hat und dass, wenn man dann irgendwie dabei rumkommt, bei den, oh, das kommt ja vorne und hinten jetzt nicht aus mit den Finanzen, dann ja, sollte man vielleicht nochmal in sich gehen und das Konzept nochmal überlegen, bevor es zu spät ist, bevor man sich irgendwie gebildet hat. Und da ist es ja gut, dass da jemand drüber guckt und sagt, halt stopp, so nicht. Oder auch sagt, ja, natürlich alles in Ordnung. Was auch dann nochmal so ein Punkt war, dass das natürlich die jährlichen Kosten, wenn die sich auf viele verteilen, dann sind auch Prüfungskosten von 2000 Euro zu stemmen. Also alle 2 Jahre, glaube ich, ist das. Deswegen, ich glaube schon, dass es die Mühe wert ist, ja. Wie strukturiert ihr euch jetzt mit, ja, den genossenschaftlichen Strukturen, also Aufsichtsrat, Vorstand, Mitgliederversammlung? Wie habt ihr das vor, das zu bilden? So ganz genau wissen wir es tatsächlich auch noch nicht. Wir haben jetzt kürzlich erst mal rumgefragt, wer sich das denn vorstellen kann, Aufsichtsrat und Vorstand zu werden, weil es natürlich auch viel, ja, noch nicht abzuschätzen ist, wie viel Aufwand es am Ende tatsächlich ist. Aber jetzt schon bei der Gründungsphase ist es ja oft so, jeder hat ja so seinen Job zu erfüllen, seinen Beruf und womöglich ja Familie, Eltern pflegen, Kinder großziehen. Das war ja schon jetzt im Jahr oft schwierig, sich engagiert und fortlaufend auch zu beteiligen. Und deswegen muss man ja auch selber ehrlich sein und sagen, nee, ich kriege das gar nicht unter. Ich bin so beruflich eingespannt. Ich kann jetzt auch nicht noch Genossenschaftsvorstand werden. Deswegen so die Abfrage, wer sich das vorstellen kann und auch wen man sich vorstellen kann, haben wir auch schon mal so abgefragt. Ja, und das weiter sind wir da bisher noch nicht gekommen. Das war jetzt auch ganz frisch, die Ergebnisse. Und da schauen wir mal, das liegt jetzt auch in den nächsten Wochen an, die Gründungsversammlung vorzubereiten. Wie fühlt sich das an gerade so? Also ich irgendwie, das klingt für mich alles schon nach echt viel, ja, Arbeit, viel Organisation, viel, was man regeln muss, organisieren muss. Aber ihr macht es ja trotzdem. Also warum? Ja, weil wir das Ding auf die Beine bringen wollen. Also das ist, glaube ich, es ist auch aus dem Kernteam, soweit ich weiß, so gut wie keiner abgesprungen. Ne? Wir wollen das hinkriegen, wir wollen das schaffen. Ne? Ja, absolut. Zum Beispiel letztens, als wir dann halt so die Bedenken hatten, Genossenschaft gründen, wir haben überhaupt gar nicht genug, ja, wir können gar keinen Finanzplan machen, weil wir kein Grundstück haben und so weiter. Und dann, ja, die Flinte ins Korn werfen wollte keiner, aber dann so, ach, dann lassen wir das erstmal noch und warten erstmal noch und vielleicht findet sich ja irgendwas. Und dann macht doch einer irgendwie so ein bisschen mehr Druck und sagt, nee, das können wir jetzt nicht lassen und da warten jetzt 65 Leute auf uns und so. Ja, und dann geht's man es wieder an und tatsächlich hat sich was Neues ergeben, dass es eine Projektentwicklungsgenossenschaft auch gibt für solche etwas vagen Fälle, wo man gar noch nicht so genau weiß, was hat man alles für Kosten. Wir wussten ja nicht, ist das Grundstück, was wir irgendwann haben werden,
muss man dann Brunnen bohren? Wie ist das? Muss man das erstmal einzäunen? Was ist da Strom oder nicht? Ist da ein Haus? Und das sind ja alles Kosten, die wir so gar nicht einschätzen konnten. Und dann hatte die Beraterin vom PDK, nein, vom ZDK, das ist ein Prüfungsverband für Genossenschaften, hatte dann diese Möglichkeit der Projektentwicklungsgenossenschaft ins Rennen geworfen, wo das halt noch nicht so nötig ist. Da muss man nur beweisen, dass man die Entwicklungsphase, die Projektentwicklungsphase wirtschaftlich übersteht. So habe ich es zumindest verstanden. Ist auch alles noch ganz frisch. Also ja, selbst bei so Rückschlägen irgendwie geht es dann ja doch wieder weiter, weil wir es unbedingt wollen, ja. Also ihr seid dann durchaus auch gewillt, Hilfe von außen anzunehmen. Was sind da, ja, oder habt ihr da BeraterInnen von außen, die euch da unter die Arme greifen, wenn es mal irgendwie klemmt? Also wir hatten ganz am Anfang über das Solawi-Netzwerk jemanden, der uns, was war das Thema, Soziokratie dargelegt hat. Wir haben da ein paar Sachen übernommen und das war eigentlich ganz gut, weil wir nämlich da für unsere Online-Sitzung so ein bisschen Leitfaden hatten. Wie geht's, also wie gestalten wir das, wie verhalten wir uns, welche Regeln sind da? Und das war eigentlich im Nachbetracht, da mussten wir uns nicht mehr groß den Kopf drüber zerbrechen. Wir haben gesagt, das hört sich gut an, wir probieren das auch aus und das war gut. Ja, ja. Und sonst, wir hatten auch immer mal Kontakt zu anderen Solawis. Wir haben auch immer mal Besuche geplant, ich weiß aber nicht, aber ja, es ist halt, ne? Im Sommer ging es ja, war ja keine Kontaktbeschränkungen, aber es ist ja immer irgendwas, die einen arbeiten und so, ob es dann wirklich irgendwelche gegenseitigen Besuche gab, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube nicht, ne? Aber ich habe auch dann auch wieder nur so halb nebenbei dann Mattermost kennengelernt, wo sich die genossenschaftlich organisierten Solawis glaube ich zumindest, dass es nur die genossenschaftlich organisierten sind, sich da austauschen. Und dann dachte ich, ach Mensch, da müsste man mal dranbleiben und mal gucken, was gibt es da schon alles für Informationen. Und ich hatte dann tatsächlich auch danach gefragt, wo wir die Idee hatten, vielleicht doch eine Genossenschaft zu gründen, die nur aus Kooperationen besteht, weil es ja dieses Flurstückproblem gab. Und da habe ich auch ganz schnell Antwort gekriegt. Ja, die und die sind doch so. Da wollte ich mich dann hinwenden, aber das ist jetzt auch schon wieder 4 Wochen her. Also Zeit ist das große, große limitierende Faktor. Absolut. Patrick, du hast eben schon mal eure Treffen angesprochen. Wie organisiert ihr ja aktuell eure Genossenschaft in Gründung? Also was sind das für Treffen? Also wir haben einmal im Monat ist die große Runde über Discord. Wie viele Leute sind das? Ja, das... Das dürfen so 20 dann sein, ja, ne? 20 so. Leute ungefähr. Und dann haben die einzelnen Arbeitsgruppen dann auch, also ich weiß jetzt nicht, wie bei den anderen ist, wir als Ackergruppe, wir treffen uns einmal im Monat, also meistens eine Woche nach der großen Runde. Genau, und dann jetzt speziell bei der Ackergruppe sind dann halt immer noch so Außentermine. Wenn es um Flurstück geht, dass ein paar Leute hinfahren und sich das angucken und dann so ein bisschen Feedback geben bei der nächsten Sitzung, sei es jetzt bei der großen Runde oder im Ackerteam. Ja, bei der Verwaltung ist das auch, wir haben das ein bisschen schleifen lassen, weil es so unheimlich viele Extra-Gruppen inzwischen gibt, so für Social Media, das ist so mit dabei, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dann gab es mal eine Gruppe, wir haben uns ausschließlich mit der Satzung beschäftigt und dann jetzt telefonieren wir regelmäßig oder über Discord, die Gründungsunterlagen zusammen zu bekommen. Und deswegen sind jetzt so allgemeine Verwaltungstreffen im Moment nicht so. Da haben wir uns schon spezialisiert.
Das war übrigens ganz witzig, jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang zu kommen. Das war nämlich eigentlich mein Plan. Ich mache so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für die Solawi, weil das so meinem Job so nahe kommt. Und schwuppsdiwupps musste ich mich dann mit dem Steuerberater treffen und habe den mal gefragt, was man da alles beachten muss, und hatte dann so Satzungsfragen oder so. Also das war... ja, da ist man dann wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Aber gerne. Also ihr regelt viel in diesen Arbeitsgruppen. Wie wollt ihr dann ab nächstem Jahr die Mitglieder in Entscheidungsprozesse einbinden? Das ist eine gute Frage. Danke. Müssen die mit einbezogen werden? Nun, es gibt ja die Generalversammlung. Genau. Ja, genau. Also das, da sind wir ja gerade irgendwie dabei zu gucken. Diese Gründungsversammlung machen wir ja dann irgendwie erstmal nur im kleinen Kreis und mit Satzung unterschreiben und so. Aber dann im Anschluss kommt ja dann schon irgendwie die, also du merkst, ich muss da nochmal nachlesen, wie das genau ist. Und die erste Generalversammlung ist aber irgendwie gleich im Anschluss oder kann man direkt im Anschluss machen. Da muss ich tatsächlich nochmal... Ich meine, du hast ja gerade angesprochen, Claudia, es ist im Moment auf anderen Feldern tierisch viel zu tun und man muss gucken, dass man es schafft, gerade ihr in der Gruppe Verwaltung. Ich glaube, ihr habt da überhaupt noch keinen Gedanken dran verschwendet und das... brauchen wir euch auch nicht vorhalten, weil es wirklich genug zu tun. Ne? Ja, genau. Wir wollen diese Gründungsversammlung vorbereiten. Was braucht man da alles und so? Das haben wir jetzt. Wer muss wann wie die Satzung unterschreiben? Welche Mitgliederliste braucht man dazu? Und das alles so auseinander zu klamüsern und wieder zusammenzubringen. Genau, das ist schon so ein bisschen, friedlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist so der nächste Schritt, den ihr angeht. Also diese, oder was sind so jetzt die nächsten Schritte, die anstehen über den Winter? Wir haben jetzt November 2021. Was soll passieren? Ja, also wir bringen jetzt die Satzung auf den Weg. Also die ist so gesehen fertig. Die wird dann auch noch mal von dem ZDK geprüft, bevor wir dann die ganzen Unterlagen beim PDK einreichen. So ist es, glaube ich. Weil da kann dann auch schon mal was zurückkommen und alles sich noch mehr verzögern. Also dass da schon mal nicht viel passieren kann. Und dann tatsächlich ja die Finanzplanung jetzt angehen. Da ist jetzt natürlich so wieder was sehr Ungewisses. Ist das Grundstück jetzt, ist es das? Dann müssten wir da mal jetzt gucken. Und, ja, das war halt alles so ein bisschen gebremst durch diese ungelöste Grundstücksfrage. Ja. Und ich denke mal, wenn das sieht so aus, als wird sich das wirklich jetzt kurzfristig entscheiden. Ja. Und dann kommt, glaube ich, aber einiges ins Rollen, weil dann müssen wir. Dann muss man wieder ein bisschen Schwung aufnehmen, Gas geben und die ganzen Sachen, die dann gebraucht werden, um das dann auch ordentlich starten zu können, zu Papier oder was weiß ich zu bringen. Ne? Genau. Nochmal bei einem Steuerberater nachfragen. Also das war auch durch ein Seminar, was ganz am Anfang mal stattgefunden hat. Das hattet ihr auch angeboten bei dem Herrn Flieger. Genau. Der hat auch dazu geraten, sich einen Steuerberater dazu zu holen. Da hatten wir auch tatsächlich jemanden gefunden, der auch eine Genossenschaft hier in der Eifel betreut. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal Spezialwissen, die so ein Steuerberater haben muss. Und weil das können wir auch nicht selber machen, glaube ich. Wir haben ja dann trotzdem noch genug zu tun, um Zahlen zusammenzuhalten und einzureichen irgendwie. Ja, mit dem müsste man sich jetzt auch nochmal dann zusammensetzen. So, da ist, ja.
schieben wir einfach mal, ich sag jetzt mal, diesen Verwaltungskram und so weg und das klappt alles und ihr habt das mit dem Acker funktioniert. Was wäre denn so euer Wunsch, eure Vision so für die nächsten Monate, Jahre vielleicht? Wir haben ja so insgesamt schon die Vision, dass dieses Flurstück dann so ein Herzstück ist von der Solawi, was dann auch ein Treffpunkt wird zum Austausch, zum, weiß ich nicht, Erntedankfest feiern, Schulkindern oder Kindergartenkindern schon da mal zeigen, wie sowas funktioniert, dass das so ein bisschen Lernort wird. Sowas wäre halt ganz toll, wenn das irgendwie so eine gleichgesinnte Gemeinschaft sich da bildet. Das ist so ein bisschen so, also ohne eine Vision, ohne Zahlen, sondern mehr so was Gefühliges. Obwohl die Zahlen ja auch, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, so 200 bis 250 Ernteteiler und Ernteteilerinnen wäre schon schön. Und für dich, Patrick? Ja, also ich fände es auch ganz gut, wenn man so eine Dynamik in praktisch in der, wenn das jetzt wirklich steht mit der Fläche und wir wissen wo und wie, dass wir da auch jetzt mehr werben können, für, dass noch mehr Ernteanteile dazukommen, dass das relativ schnell sich auch alles trägt, weil das ist ja auch so das fast das Wichtigste mit dabei, ja. Ja, und was würdet ihr euch so wünschen, sage ich jetzt einfach mal, für die Zukunft, so fürs nächste Jahr, vielleicht von außen auch? Also ich wünschte mir, dass es, ich sage das so aus dem praktischen Bereich, dass es nächstes Jahr nicht so Wetterkapriolen gibt. Ja. Dass ansonsten alles klappt, dass wir jemanden finden, der sich das zutraut zu machen praktisch. Das ist eigentlich so fast das Wichtigste. Ja. Und dass wir dann auch relativ schnell so wachsen können, dass wir dann auch sagen, wir können noch Praktikanten mit dazu nehmen oder noch jemanden, dass es halt nicht nur auf einen alles lastet. Ne? Dass die Logistik fluppt. Ne? Genau. Das ist ja. Das ist ja auch alles gar nicht so einfach. Wir hatten jetzt schon mit den paar Leuten hin und wieder Missverständnisse oder wir wollten das dann ja auch direkt mit so verschiedenen Depots machen, damit nicht jeder so weit fahren muss. Hier in der Eifel ist ja auch nicht alles so nah beieinander. Und wenn es noch mehr werden und der Einzugsbereich ist womöglich, wird ja wahrscheinlich noch größer sein. Wie wir das dann auf die Beine stellen, da muss auch noch geklärt werden mit Kühlwagen, Kühlhaus oder sonst was. Also es sind noch einige Dinge, wo noch ein paar Fragezeichen sind. Aber ich denke auch, wenn dieses Flurstück, wenn es das jetzt ist, dann kann man das drumherum halt viel konkreter planen. Ja, vielleicht hört ja eine Gärtnerin oder ein Gärtner zu. Was würdet ihr ihm sagen? Warum soll er zu euch in die Nordeifel kommen? Ja, die Eifel ist natürlich super wunderschön. Das Kernteam ist einfach sensationell. Ja, also das würde ich auch sagen. Also wir sind alle total nette Leute. Ja. Also da braucht keiner irgendwie Angst haben. Also ich bin ja eigentlich auch hier zugereist. Man hört das vielleicht so ein bisschen raus. Ich komme aus Süddeutschland und ich fühle mich da in dem Kernteam mit den Leuten total wohl. Und nochmal auf das Vorhaben zurückzukommen bei dir und warum wir den Mut nicht voll. Also ich habe gesehen, es tut sich immer wieder was Neues. Also es geht jeden Tag eine neue Tür auf. Ne? Das hat so ein bisschen das alles auch am Leben gehalten. Ne? Ja, absolut. Und auch die Treffen, jedes Mal am Ende der Treffen war immer irgendwie, ist wieder ein bisschen klarer. Ja. Es war wieder klar, wo es hingehen soll. Und wenn man da bei so einem großen Wust
jetzt bei diesem Verwaltungskrempel sitzt, irgendwann lichtet sich das. Vielleicht haben wir da am Anfang auch teilweise zu viel auf einmal gewollt, so dass es dann noch undurchsichtiger war. Weiß ich nicht. Schon irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne planen, obwohl ja noch auch da ja noch gar nicht feststand, wie viel Geld werden wir brauchen. Das hätte man vielleicht erstmal so ein bisschen zurückstellen können. So. Ja, aber sonst so, es lichtet sich und es ist halt schon auch gerade in diesem Verwaltungsteam auch immer sehr schwierig, finde ich, die Prioritäten zu setzen. So, ist jetzt Öffentlichkeitsarbeit gerade wichtiger oder Termin für die Satzung? So, das ist halt schwierig, weil da sind wir tatsächlich ja auch nicht viele Leute. Was ich nochmal, um dann auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was jemanden hierher zu uns führen könnte, ist auch so der Aspekt, wir sind ja gerade im Aufbau. Also es besteht auch von den potenziellen Gärtnerinnen ein riesiges Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten, das alles mitzu oder auch vielleicht in eine noch ein bisschen andere Richtung zu lenken, als wenn man irgendwo in was Festgefahrenes reinkommt. Also für Leute, die ja Lust haben, da mitzugestalten, sind wir sicherlich sehr attraktiv. Ja, stimmt, ja. Ja, Claudia und Patrick, ich danke euch für eure Zeit. Und wenn ihr jetzt Gärtnerin oder Gärtner seid und euch angesprochen fühlt, dann meldet euch bitte. Die zwei haben auf jeden Fall ein bisschen Arbeit für euch. Ja. Ja, und bei allen unseren HörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt eine von den vielen SolarWis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten SolarWis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solawi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die SolarWi-Bewegung weiter wachsen.